إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Es ist bedanklich Allah SWT, dass Allah uns wieder versammelt hat, dass Allah SWT uns diese Möglichkeit gegeben hat, dass wir ihn dienen. Und mit dienen meine ich, dass wir uns versammeln, um Allah SWT, Allahs Religion zu lernen und über Allah SWT sozusagen mehr zu wissen und dass wir über die Sunna des Propheten Muhammad SAW mehr unser Wissen bereichern. Und das ist ein Gottesdienst, das ist eine Ibadah. Und auch bedanke ich mich bei Allah SWT und bei euch. Danach bedanke ich mich bei euch, dass ihr da gekommen seid, um nach Wissen zu streben. Und bedanke ich mich natürlich auch mit unserem ehrenwerten Bruder und Gast, dem Bruder Aysam. Inshallah, nur zur Vorstellung, dass ein Bruder, der Alhamdulillah auch seit Jahren aktiv ist, nach Quran und Sunna und nach dem Manhaj von Salam zu rufen, und hat auch Alhamdulillah sehr viele Bücher übersetzt, die Alhamdulillah einen den Weg zeigen und dass man auch befestigt bleibt, nicht in irre Wege kommt. Und das ist eine große Aufgabe, die wenige übernommen haben. Vor allem in der Übersetzung gibt es viel, viel Bedarf für Bücher nach der Sunna. Und außerdem hat Alhamdulillah auch viel beigetragen bei Vorträgen. Und sein Kanal ist für euch, für ein oder andere bekannt. Das ist die Qama. Und das ist auch ein Verlag, kann man sagen? Verlag? Verlag. Dass man auch da Bücher bekommen kann. Und inshallah wird er uns auch mit einigen Nasiha bereichern, weil die Leute des Sunna, die kräftigen sich und bestätigen sich gegenseitig und geben sich auch gegenseitig die Nasiha. Und das ist das, was wir brauchen. Abgesehen, dass wir auch Ermahnung brauchen und etwas, was man sagt, für Herzmutter, aber brauchen wir auch die Nasiha, die einen auf den Weg hält, zum einen, und auch, dass man nicht weggeht mit den falschen Gruppierungen und dass man auch, Alhamdulillah, sich gegenseitig stärkt und diese Brüderlichkeit in der Sunna sozusagen auch stärkt. Und deswegen wird er uns inshallah auch mit einigen Nasiha sagen, bereichern. Und ich gebe lieber meinen Unterricht an ihn weiter, dass er inshallah mehr mit den Nasiha gibt. Und inshallah werden wir alle zusammen von seinen bescheidenen Wörtern was profitieren, gebe ich inshallah an ihn weiter. Inshallah, sag mal khair, barak wa fiq. Eigentlich war nicht so unsere Vereinbarung mit meinen Vereinbarung, Sheikh Wissam. Ich bin heute nur gekommen, um meinen lieben Bruder Wissam zu besuchen und für Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen, und Allah subhanahu wa ta'ala uns eine aufrichtige Absichten gewähren. Aber yani, besteht darauf, dass ich hier einige Worte sage, werde ich Allah subhanahu wa ta'ala eine ermahnende Worte sagen, für mich und für euch. Wir sind alle Geschwister im Islam, und wie der Bruder Jazallah Khairan gesagt hat, man stärkt sich oder man sucht diese gegenseitige Stärke bei seinen Geschwistern. Deswegen sind wir eine Gemeinschaft, eine Jama'a. Deswegen identifizieren wir uns auch als Ahlus Sunnati wal
والجماعه. يعني دي لويت ده سنه وده جماعهشافت. Manche Leute, subhanallah, die suchen nach der Sunna, aber sie entfernen sich von der Jama'a. Dann haben sie hier eine Voraussetzung nicht erfüllt. Ja? Die Leute der Sunna, yani, wie definieren die Gelehrten Ahl-Sunna und Jama'a? Das sind diejenigen, die sich nach der Sunna leben und sich um diese Sunna einigen und eine Gemeinschaft gebildet haben. Und im Gegenteil von Ahl-Sunna und Jama'a, es gibt die Leute der Neuerung und der Trennung. Ahlul Bida'i wal Furqa. Al-Furqa, das heißt, die sind niemals einig. Es gibt keine Einheit oder Einheit zwischen den Leuten der Neuerung. Deswegen, meine liebe Geschwister, es ist eine sehr wichtige Angelegenheit, dass man die Sunna folgt. Ja? Und die Sunna mit ihren allgemeinen Aspekt, die Sunna, die beinhaltet die Grundlagen der Religion. Die Sunna in diesem Kontext beinhaltet die gesamten Grundlagen der Religion. Deswegen die Gelehrten des Salaf, rahimahumullah ta'ala, wenn sie über die Grundlagen des Islam schreiben und die Grundlagen der Aqidah schreiben, die nennen ihre Buch zum Beispiel Usul al-Sunna, die Grundlagen der Sunna, und sie erwähnen der Glaube an Allah und Glaube an den Gesandten und die Grundlagen der Aqidah und so weiter. In diesem Kontext heißt die Sunna die gesamte Religion, Usul al-Sunna. Und Al-Jama'a. Al-Jama'a, wie der Prophet alayhi salatu wasalam in zahlreichen authentischen Hadithen gesprochen hat, hat dazu gerufen, dass der Muslim sich an der Gemeinschaft hält. Dass man sich an der Gemeinschaft hält, sei es im Gebeten oder auch außerhalb des Gebetes. Das ist eine Sache. Es wird inshallah subhanahu wa ta'ala wie ein Garten, und man nimmt jedes Mal eine Blume. Es werden inshallah subhanahu wa ta'ala einige Sachen, werde ich euch erwähnen. Wie gesagt, ich habe nichts vorbereitet. Es war auch, wie gesagt, nicht geplant, dass ich jetzt etwas sage. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns durch diese Sitzung unsere Stellung bei ihm subhanahu wa ta'ala erhöht. Allah subhanahu wa ta'ala, meine liebe Geschwister, zeigt, wie wichtig, dass man al-Iman verinnerlicht. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. Allah subhanahu wa ta'ala erhöht die Stellung von denjenigen, die unter euch den Glauben verwirklicht haben. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. Wer von euch den Iman verwirklicht, Allah subhanahu wa ta'ala erhöht seine Stellung. Im Dunya und im Akhira. In diesem Leben und im Jenseits. In diesem Leben, Allah subhanahu wa ta'ala gewährt dir die Ehre. Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir Erfolg. Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir Zufriedenheit im Herzen. Auch wenn du wenig hast. Auch wenn die anderen, die den Iman nicht besitzen, viel haben. Was weltlichen Angelegenheiten angeht. Aber die sind nicht zufrieden. Die haben nicht diese hohe Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. يَرْفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. طيب, Allah subhanahu wa ta'ala erhöht die Stellung von einem gläubigen Menschen. Und wenn du noch dazu Wissen besitzt, dann wird deine Stellung noch höher sein. Eine Rangstufe? Nein, Allah subhanahu wa ta'ala sagt Darajat. Darajat ist Mehrzahl von Daraja. Eine Stufe, eine Rangstufe. Bei Allah ist eine Daraja. Wenn du Wissen besitzt, dann Allah subhanahu wa ta'ala vermehrt oder erhöht deine Stellung bei ihm. Allahu a'lam wie viel. Ja? Je nachdem, wie aufrichtig man seine Absicht ist. Deswegen ist es wichtig, meine lieben Geschwister, dass man versucht, erstmal Al-Iman zu verwirklichen, dass man ein wahrer Gläubig zu sein, und zweitens, dass man sich nützliches Wissen aneignet. Nützliches Wissen aneignet. Und die Wichtigkeit vom Wissen, meine lieben Geschwister, ist gewaltig. Deswegen, subhanallah, die Ulema, sie erwähnen eine Nukta bei dieser Sache. Nukta natürlich im Arabischen, bei den bekannten umgänglichen Sprache, Nukta ist ein Witz. Sagt man, ich erzähle dir eine Nukta, das heißt ein Witz. Aber im Kontext der islamischen Wissenschaften, Nukta, das ist eine wertvolle Nützlichkeit. Ja?
Eine wertvolle Nützlichkeit nennt sich Nukta. طيب يعني wie zum Beispiel الحافظ ابن حجر hat den Nukat على مقدمة ابن الصلاح. Ein Nukat, manche, wenn die das Buch lesen, die sagen, dass dieser Gelehrte hat Witze in seinem Buch geschrieben. Obwohl er Nützlichkeiten يعني diesbezüglich geschrieben hat. Auf jeden Fall, die Ulama sagen, dass sogar ein Hund, meine liebe Geschwister, ein Hund, der Wissen hat, ist nicht gleich ein Hund, der kein Wissen hat. Wie? Ein trainierter Hund, Azzakumullah, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch bewahren, eure Stellung erhöhen, ein trainierter Hund für Jagd. Wenn ein Muslim, der ein Tier gejagt hat, und er schickt seinen trainierten Hund, damit er ihm diesen Vogel oder wer auch immer, was auch immer, zu ihm bringt, dann ist dieser Muslim, yani ist ihm erlaubt, davon zu essen, ist halal. Wenn ein untrainierter Hund ihm diese Tier bringt, dann darf er davon nicht essen, das ist Meita. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Unterschied gemacht. Wenn es um einen trainierten Hund geht, dann darfst du davon essen. Wenn es untrainiert ist, dann darfst du nicht essen. Subhanallah. Auch yani das Wissen hat einen Unterschied gebracht zwischen einem Hund, der trainiert ist und der nicht trainiert ist. Genauso wie beim Wissen, meine liebe Geschwister, ist auch beim Iman. Die Begleitschaft oder dass man sich gläubige Menschen sucht als Freunde. Ein Hund wurde im Koran erwähnt, weil er ein Begleiter von gläubigen Menschen war. Wer ist dieser Hund? Das ist der Hund, der die jungen Männer, die in der Höhle waren von Al-Kahf, der sie begleitet hat. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet über diese Leute und sagt zum Prophet alayhi salatu wasalam, sie fragen dich, wie viele diese Leute waren. Waren die fünf, waren die sechs, waren die sieben? Jedes Mal, wenn eine Zahl erwähnt wird, und der Hund war mit ihnen. Und der Hund war mit ihnen. Auch in der Geschichte, Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns über gläubige, junge Leute, die sich entfernt haben von dem Ort von Götzendienst und vom Schirk, damit sie ihren Glauben bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala hat auch berichtet, dass auch mit ihnen ein Hund war. Subhanallah. Und manche Gelehrten im Tafsir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Hund geehrt, weil er in der Begleitschaft von gläubigen Leuten war. Subhanallah. Deswegen ist es eine wichtige Sache, meine liebe Geschwister. Es ist eine wichtige Sache, dass man auf sein Iman schaut. Und dass man immer sein Iman prüft. Und dass man immer yani, auf sein Tawhid achtet. Und das Tawhid ist das Allerwichtigste. Deswegen die erste Nasiha und die wichtigste Nasiha und die letzte Nasiha und die Nasiha zwischen beiden Nasaih, dass man auf seinen Tawhid achtet. At-Tawhid, dann At-Tawhid, dann At-Tawhid. Und natürlich, meine liebe Geschwister, wenn man At-Tawhid sagt, manche Leute, subhanallah, ein Bruder oder eine Person, yani, er wollte von mir einige Bücher haben über diese Anliegen von At-Tawhid. Da sagte er eigentlich, das Thema ist wichtig, aber ich habe das schon gelernt und ich kenne mich schon aus. Wallahi, meine liebe Geschwister, das hat mich persönlich schockiert. Warum? Weil über dieses Thema kann man nicht aufhören zu sprechen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so sicher ist, dass er sich mit dem Tawhid nicht mehr beschäftigt. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala im edlen Koran zu seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam spricht, und er sagt zu ihm, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَأَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Dir, O Muhammad, und den Propheten vor dir und Gesandten vor dir wurde offenbart, wenn du Schirk machen würdest, werden deine Taten zunichte gehen. Wer ist hier angesprochen? Natürlich, wir sind, die gesamte Umma ist da damit angesprochen, aber der Prophet, عليه الصلاة والسلام, an erster Stelle, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ. Dir wurde offenbart. وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Und auch die Propheten und Gesandten vor dir. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Wenn du Schirk machen würdest, werden deine Taten zunichte gehen. Hier, die Wichtigkeit von der Tawhid, dass sogar der Prophet, عليه الصلاة والسلام, sallallahu alaihi wasallam, der niemals Schirk machen würde, damit angesprochen wurde, wie ist das dann mit uns? Ist gefährlich, dass man mit Tawhid spricht, dass man sich mit Tawhid beschäftigt. Was bedeutet Tawhid? Die Kategorien von Tawhid. Haben wir das verwirklicht oder nicht? Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma' al-Sifat. Der Unterschied, diese drei Kategorien,
die Gelehrten durch At-Tatabba' und Istiqra' festgelegt haben. Was heißt At-Tatabba' und Istiqra'? Haben wir ein Ayah oder ein Hadith, die uns sagt, dass At-Tawhid drei Kategorien sind? Nein. Aber es gibt etwas in der islamischen Wissenschaft, was heißt At-Tatabba' und Istiqra'? At-Tatabba' und Istiqra', das heißt, die Forschung und Analysieren der Scharia, des Islam. Die haben die Texte von dem Koran erforscht und die Hadithe erforscht und zum Schluss gekommen, wir haben gesagt, At-Tawhid kann man in drei Kategorien unterteilen. Ja? Genau wie zum Beispiel im arabischen Grammatik. Im arabischen Grammatik, ein Wort kann entweder ein Ism sein, ein Fi'l sein oder ein Harf. Stimmt oder nicht? Wenn man bei Al-Ajrumi, gibt es etwas anderes? Gibt es nicht. Du versuchst alles Mögliche zu machen, es gibt nur diese drei. Ja? Warum? Weil so ist die arabische Sprache. Die Meister von der arabischen Sprache, die haben diese Unterteilung gemacht. Auf jeden Fall, sich mit der Tawhid zu beschäftigen, meine liebe Geschwister, das ist A und O. Es macht keinen Sinn, dass jemand sich Talib al-Ilm nennt und er beschäftigt sich nicht mit der Tawhid. Dass man wenigstens ein Buch oder eine Reihe von Büchern zu Hause hat, die über diese Thematik sprechen. Es macht keinen Sinn, dass man sich ein Rufer zu Allah subhanahu wa ta'ala nennt und über Tawhid nicht spricht. Dass man zum Beispiel lieber über andere Sachen spricht, die auch wichtig sind, und die auch ein Bestandteil der Religion sind, die Charaktereigenschaften und die Rechtsbestimmungen und die Akhlaq und so weiter und so fort, das ist alles wichtig und das ist alles gut. Und wir brauchen das und benötigen das. Aber das Allerwichtigste, meine liebe Geschwister, ist der Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine zu dienen. La ilaha illallah richtig zu verstehen. Insbesondere in unserer Zeit, wo viele Menschen, die sich den Islam zuschreiben, dieses Wort von At-Tawhid nicht richtig verstanden haben. Wo es viele Menschen gibt, die Muslime sich nennen, und wenn du sie fragen würdest, was bedeutet La ilaha illallah? Was ist La ilaha illallah? Was ist die Bedeutung davon? Wenn ein Nicht-Muslim, wenn ein Käfer zu dir kommt und sagt, ich möchte gerne Muslim werden, dann sagst du zu ihm La ilaha illallah. Dann wird er dich fragen, was bedeutet La ilaha illallah? Manche Leute, sie können, glaubt mir, meine lieben Geschwister, sie können diese Frage nicht beantworten. Ja, La ilaha illallah, das heißt, es gibt keinen Gott außer Allah. Tayyib, richtig, es gibt keinen Gott. Aber inwiefern? Die Mushrikin von Quraysh, die Götzendiener von Quraysh an der Zeit des Propheten alaihi salatu wassalam, wussten sie nicht, dass es Allah gibt? Wussten sie nicht, dass Allah der allmächtige Gott ist? Doch. Viele Menschen zum Beispiel, er denkt, wenn er bezeugt, dass Allah der Schöpfer ist, ja, dass Allah Sonne und Erde und Himmel und alles erschaffen hat, dass er dadurch Muslim ist und dass er ins Paradies gehen wird. Allah subhanahu wa ta'ala spricht über die Mushrikin von Quraysh. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt über sie im Koran, wenn du sie fragen würdest, wer hat Himmel und Erde erschaffen, sie werden sagen, Allah. Das sind die Mushrikin von Quraysh, die gegen Allahs Gesandten sallallahu alaihi wa sallam gestanden sind. Sie haben verstanden, was La ilaha illallah bedeutet. Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la'amrun ujab. Sie haben verstanden. Was heißt das? Hat er die Aliha, die angebetet wird, nur einer gemacht? Derjenige, der angebetet werden darf, sagt dieser Mann sallallahu alaihi wa sallam, dass es nur Allah ist? Das ist wirklich eine merkwürdige Sache. Das heißt, diese La ilaha illallah, wozu wir aufrufen und woran wir festhalten, bis wir Allah subhanahu wa ta'ala begegnen werden, insha'Allah, ist, dass niemand gibt, der das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Es geht um die Anbetung an erster Stelle. Und es schließt sich mit ein, die Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Herrschaft und in seinen Namen und Eigenschaften. In der Herrschaft Allahs ist damit beinhaltet, dass er der Schöpfer ist und der Lenker ist, der Versorger ist und so weiter und so fort. Das gehört natürlich alles dazu. Aber, wie die Gelehrten sagen, die Streitigkeit zwischen jedem Gesandten und seinem Volk
handelt es sich um diese Angelegenheit. Wer hat das Recht, angebetet zu werden? Wer hat das Recht, angebetet zu werden? Seit Nuh alayhi salatu wassalam. 950 Jahren, er ruft sie dazu auf. Dient Allah alleine. Dient Allah alleine. Und jeder Gesandte bis zum Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Deswegen, meine liebe Geschwister, die Angelegenheit von der Tawhid ist das Allerwichtigste. Wenn du Tawhid hast, dann bi'idhni Allah subhanahu wa ta'ala. Ich sage dir nicht, egal wie viele Sünden du machst, wirst du inshallah ins Paradies gehen. Nein, wir sagen, solange Tawhid du hast, dann wirst du bi'idhni Allah subhanahu wa ta'ala ins Paradies gehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt nicht, dass jemand ihm beigesellt und vergibt alles andere, wem er will. Man sagt nicht, okay, du hast ein Ticket, dass man direkt ins Paradies geht. Nein, wir achten auf unsere Taten, wir achten auf unsere Aussagen, wir achten auf unsere Charaktereigenschaften. Ja, wir vermeiden die Sünden, wir vermeiden die großen Sünden, die kleinen Sünden. Aber solange man At-Tawhid hat und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam erfolgt, dann hast du immer diese Hoffnung. Dann hast du immer diese Hoffnung, weil Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherzig und ist allvergebend. Wallah, meine Lieben, ist klar, inshallah subhanahu wa ta'ala. Diese Sache, wallahi, ja, Ikhwani, vor allem heutzutage, yani, es wird wenig über At-Tawhid gesprochen. Und es gibt wenig Leute, die uns daran erinnern. Und gleichzeitig, es gibt sehr viele Sachen, die gegen unseren Tawhid sind. Es gibt viele Sachen, die unseren Tawhid verletzen. Es gibt viele Sachen, die sogar unseren Tawhid vernichten können, Gott bewahre. Ja? Es ist wichtig, eine gewaltige Sache, meine lieben Geschwister, für uns, für unsere Familien, für unsere Frauen, für unsere Kinder, für unsere Verwandten. Und genauso, wenn man sagt, die Grundlage des Tawhid und die Warnung von Ashirk, natürlich auch, dass man lernt, die Zweige von At-Tawhid und Zweige von Ashirk. Weil genauso wie At-Tawhid ein Asl hat und Furu' hat, ja, gibt Ashirk hat auch Grundlage oder der große Schirk, der den gesamten Tawhid vernichtet, und er hat auch Furu'. Ja? Und diese Sache achten viele Muslime nicht darauf. Da sagt, okay, Alhamdulillah, ich bin Muslim, ich mache keinen Schirk, ich mache keinen großen Schirk. Aber wenn du, wallahi, meine Geschwister, oft, wenn man in einer Moschee ist, man hört Worte, die einen Kratzer im Tawhid machen. Es gibt Nawaqid. Nawaqid, das sind die Auslöscher. Die Auslöscher des Islam, die Auslöscher des Tawhid. Und es gibt Nawaqis. Nawaqid und Nawaqis. Ein Naqid. Naqid. Nawaqid, Mehrzahl vom Naqid. Das sind die Auslöscher, die den gesamten Tawhid vernichten. Und es gibt An-Nawaqis, die den Tawhid verringern. Das ist auch nicht leicht. Das sind auch nicht leicht. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer auf etwas anderes außer Allah schwört, der hat Kufr oder der hat Schirk begangen, faqad kafara wa ashrak. Dieser Schirk oder dieser Kufr, solange er nicht an der Herrlichkeit von dieser Angelegenheit, worauf er geschworen hat, außer Allah, natürlich, das ist ein kleiner Schirk. Oder kleine Kuffer. Aber wenn man sagt klein, das bedeutet nicht, dass es harmlos ist. Aber klein im Vergleich von dem großen Kuffer und großen Schirk. Viele Leute, sie schwören auf etwas anderes außer Allah. Viele Leute, die sagen Worte, die problematisch sind. Ja? Einmal gab es eine Sitzung mit Brüdern. Und da war auch ein Bruder, der ist damit bekannt, dass er sehr gut kocht. Ja, der macht sehr gutes Essen. Und wenn dieser Bruder dabei ist, dann ist sicher, dass es ein richtig gutes Essen gibt. Was? Ja, wenn du diesen Bruder schnappst in der Sitzung, dann hast du was Gutes. Dann hast du was Gutes bekommen. Yani, Qadaran, es war ungeplant von meiner Seite, dass ich genau die Tür aufgemacht habe und reingekommen, als dieser Bruder das Essen auf dem Tisch gemacht hat. Waren 4, 5, 6 Leute, ja, mashallah und so weiter, Alhamdulillah, du bekommst inshallah was mit. Einer sagte, ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, deine Schwiegermutter liebt dich. Was heißt das? Ja, man kann gut kochen, oder?
La, das hat damit nichts zu tun. Das heißt, der Grund dafür, dass du es geschafft hast, heute zum Essen zu kommen, ist die Tatsache, dass deine Schwiegermutter dich liebt. Versteht ihr diese Sache? Das heißt, ein weltliches Ereignis, nämlich dass du heute gekommen bist in diesen Zeitpunkt, das hat mit Allahs Vorherbestimmung zu tun. Es hat nicht damit zu tun, dass es sonnig war oder dass es geregnet hat oder dass meine Schwiegermutter mich liebt oder nicht liebt. Ja? Das heißt, dass man ein weltliches Ereignis mit einem anderen weltlichen Ereignis verbindet, wobei es eigentlich keine Verbindung gibt, das ist auch problematisch. Ein anderes Beispiel, damit ihr besser versteht. Der Prophet, sein Sohn, والسلام, ist gestorben. Es gab Kusuf oder Khusuf, yani Mond und Sonnenfinsternis. Manche Leute, die hatten gedacht, dass die Sonne, dass es diese Mond oder Sonnenfinsternis stattgefunden hat, weil der Sohn des Propheten sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, das Mondfinsternis findet weder statt, weil jemand geboren ist noch gestorben ist. Sondern das sind Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala, damit die Menschen Furcht vor ihm haben. Hat damit nichts zu tun. Yani, du hast Sonnenfinsternis, das ist ein Ereignis. Und Geburt von einer Person oder Sterben von einer Person, das ist ein anderes Ereignis. Kann man nicht beide zusammen verbinden. Es macht ein Kratzer, ein Riss in unseren Tawhid. Es macht einen Riss in unsere Glaube an was? Vorherbestimmung von Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der fest daran glaubt, dass alles geschieht, gemäß der Vorherbestimmung von Allah subhanahu wa ta'ala, er würde sowas niemals sagen. Er würde sowas niemals sagen. Dass man sagt, zum Beispiel, jemand ist gestorben, Allah, das Mondfinsternis geschehen, oder du bist da, deine Schwiegermutter liebt dich, weil meistens die Schwiegermutter liebt nicht den Schwiegersohn. Ja? Das heißt, du hast Glück, ja. Deswegen, ich auch, und das war so mein älterer Mann, der vielleicht 40 Jahre lang in der Messe betet. Erste Reihe. Hatte niemand ihm yani, darauf aufmerksam gemacht, dass ihm sagt, Ami, Onkel, Barakallahu Fik, dass man ihm das aufklärt. Deswegen, was ich sagen möchte, meine liebe Geschwister, diese Thematik von der Tawhid und die Angelegenheiten, die damit verbunden sind, die sind nicht einfach. Deswegen muss man sich yani, immer anstreben, sich Wissen anzueignen. Das kommt nicht von heute auf morgen. Auch wenn du diesen Gebet gemeistert hast, dann musst du dich eine stärkere Festigung machen. Ja? Deswegen, subhanallah, einer der Geschwister hat einmal ein schönes Beispiel erwähnt. Damals, für die Geschwister, die noch Radio kennen, ja? Radio von damals, du musst drehen, bis du den richtigen Kanal schnappst, ja? Erwischst. Du musst drehen und es gibt immer diese Geräusche. Ja? Irgendwann mal bekommst du den Kanal, aber es gibt immer Geräusche im Hintergrund. Dann gibt es noch ein kleinerer Rad, um eine feinere Einstellung zu machen. Khalas? Inshallah subhanahu wa ta'ala, bei dem Hauptrad haben wir alle die richtige Einstellung bekommen. Den Hauptkanal haben wir alle, inshallah, nämlich der Tawhid. Aber diese kleineren, diese Feinheiten, die sind auch wichtig. Wir werden auch danach zur Rechenschaft gezogen. Das ist keine leichte Sache. Das muss noch eingestellt werden. Deswegen gab es auch Sahaba, radiallahu ta'ala anhum ardahum, es gab Ereignisse, es fanden Ereignisse statt, wo sie auch die Anweisung von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gebraucht. Und das sind die besten Menschen nach den Gesandten der Propheten. Und niemand würde an den Absichten der Sahaba zweifeln und niemand würde auch an den Iman von den Sahaba zweifeln. Außer jemand, der Heuchelei in seinem Herzen hat. Deswegen sagt der Prophet alaihi salatu wassalam, deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hubbul al-Ansari min al-Iman. Oder Hubbul al-Ansari min al-Iman. Wa Bughdul al-Ansari min al-Nifaq. Die Ansar zu lieben gehört zum Iman. Und Abneigung von den Ansar zu haben gehört zur Heuchelei, zum Nifaq. Das ist eine authentische Überlieferung vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Niemals. Und wie Imam Tahawi rahimahullah ta'ala sagte in seiner bekannten Aqida und die gesamten Gelehrten seit der Zeit der Tabi'in bis unsere Zeit. Niemals
findest du jemanden, der behauptet, auf der Sunna zu sein und die Rettung am Yawm al-Qiyamah zu bekommen, während er schlecht über die Sahaba spricht oder über die Sahaba, beleidigt oder ihre Fehler, so gesagt, verbreitet und schaut mal, was sie gemacht haben und dies und jenes. Niemals. Weil, subhanallah, denkt nicht, dass die Sahaba diese Stellung bekommen haben, nur weil sie Muslime waren. Die Sahaba haben diese Stellung bekommen, weil sie den Prophet sallallahu alaihi wasallam unterstützt haben. Sei es die Muhajirin, die mit ihm ausgewandert sind und alles unterlassen haben, um Allahs Willen, um Allahs Wohlgefallen, oder die Ansar, die ihre Geschwister empfangen haben in Medina. Und als sie ihren Treueid zum Prophet sallallahu alaihi wasallam abgegeben hatten, und sie waren noch jung, die meisten von ihnen, und der Prophet a.s. hatte ihnen gesagt, ihr gebt mir den Treueid, dass ihr mich unterstützt bil manshati wal makrah. Sei es, wenn ihr aktiv seid und stark seid, oder auch wenn ihr schwach seid. Und dass ihr alles bei mir verteidigt, als ob ihr eure Familie und Kinder verteidigt. Radiallahu ta'ala anhu ardahum. Die wussten auch, was das bedeutet. Einer von ihnen, radiallahu anhu, sagte, ihr wisst ganz genau, wenn wir diesen Vertrag mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam machen, dann werden die gesamten Araber gegen uns kämpfen. Dann werden wir von allen Stämmen bekämpft. Dann werden sie die Besten unter uns töten. Dann werden sie unseren Vermögen von uns nehmen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr das mit mir macht, ich sichere für euch, bi'idhnillah, dass ihr ins Paradies geht. Die Sahaba, das ist keine leichte Sache. Die Sahaba ist eine rote Linie. Sind sie fehlerfrei? Nein, die sind nicht fehlerfrei. Aber die gewaltigen Taten, was sie gemacht haben, meine liebe Geschwister, es gibt etwas, was heißt Al-Hasanatul Mahiyah, die tilgende gute Taten. Ja? Yani, du machst eine gewaltige gute Tat, die deine Sünde tilgt. Die haben Sünden gemacht, die Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, die sind Menschen. Aber die haben gewaltige Hasanat gemacht, sodass man erhofft, dass ihre Sünden getilgt werden. Sie wurden in das erstens. Zu dir kommt jemand, der sagt, ja, schau mal, was ihr Sahabi gemacht hat. Eine Tat beispielsweise. Er will jetzt Zweifel erwecken. Schack. Schau mal, was ihr Sahaba gemacht hat, beispielsweise. Schau mal, das ist auch sahih, das ist authentisch. Du sagst, ja, es ist authentisch, aber das sind Menschen. Schau mal, ihre guten Taten, die rechtschaffenen Taten, was sie gemacht haben, die tilgenden Taten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, la tasubbu ashabi, beleidigt nicht meine Gefährten, denn bei Allah, wenn einer von euch so viel Gold spenden würde wie der Berg von Uhud, wird er nicht mal die Handspanne von ihnen erreichen an Spende. Radiallahu ta'ala anhum wa ardahum. Wir haben die tilgende Sünden, meine liebe Geschwister. Wir haben auch die Prüfung, die die Sahaba erleben durften. Sagt nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass jede Prüfung, die du bekommst, das reinigt dich von deiner Sünde und erhöht deine Stellung. Sogar wenn du von einer Stachel gepikst wirst, das tilgt dir eine Sünde, die du gemacht hast. Die Sahaba waren krank, die Sahaba, die waren arm, manche von ihnen. Die Sahaba, sie wurden geprüft, sie wurden geschlagen, sie wurden abgeschlachtet. Sie haben geblutet für diese Religion, sie haben gespendet. Ha? Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman, Ali, radiallahu anhu, alle Sahaba. Die haben auch diese tilgende Sünde, die tilgende gute Taten. Und die haben auch die Prüfung, die sie bekommen haben. Das löscht auch die Sünden, meine liebe Geschwister. Sie haben den Dua vom Prophet sallallahu alaihi wasallam für sie. Sie haben hinter dem Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet. Könnt ihr euch vorstellen, ein Gebet hinter dem Nabi sallallahu alaihi wasallam jahrelang, was das bedeutet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam für dich Dua macht? Dass du hinter dem Prophet sallallahu alaihi wasallam stehst und er sagt, Sami' Allahu liman hamida, und du sagst, Rabbana wa lakal hamd. Das ist gewaltig, dass du hinter den Nabi sallallahu alaihi wasallam betest, der in seinem Gebet sagt, ihdina sirat al-mustaqim. Subhanallah. Deswegen, warum habe ich das erwähnt? Weil man immer wieder hört,
Yani, dass manche Geschwister, das sind keine Geschwister, dass manche Leute über die Sahaba schlecht reden. Dass manche Leute, yani, yani, über die Sahaba, die wollen am Ende Effekt, wie die Gelehrten des Salaf sagen, diese Leute, sie möchten gerne Al-Quran yani, vernichten, aber sie können nicht. Sie möchten gerne Zweifel an der Sunna bringen, bei der Sunna bringen, aber sie können nicht. Dann, was machen sie? Sie bringen Zweifel bei denen oder innerhalb der Reihen von den Sahaba, die uns Al-Quran und Sunna vermittelt haben. Wer hat uns Al-Quran und Sunna vermittelt vom Prophet a.s.w.? Wer sind die Schüler von dem Prophet a.s.w.? Das sind seine Sahaba. Wenn du jemanden zum Beispiel siehst, der schlechte Worte sagt und der nicht gut erzogen ist, was würde man sagen? Wer ist dein Vater, der dich nicht gut erzogen hat? Wenn du Sahaba hast, die schlechtes Benehmen haben und Hasham, die würden niemals schlechtes Benehmen haben, was würde man sagen? Der Prophet a.s.w. hat sich nicht gut erzogen. Das ist ihr Ziel am Ende Effekt. Deswegen ist eine wichtige Sache auch, wenn wir unsere Tauhid gelernt haben, wenn wir uns mit der Sunna beschäftigt haben, zwangsläufig müssen wir auch mit der Sira der Sahaba radiallahu ta'ala anhum beschäftigen und ihre Vorzüge yani, kennenlernen und die Sahaba lieben. Alleine die Liebe der Sahaba ist eine rechtschaffene Tat. Alleine die Liebe. Es kann sein, dass du Abneigung von einem Bruder hast, weil er mit dir, weil du mit ihm yani, eine schlechte Erfahrung hattest. Okay, schön und gut, kein Problem. Möge Allah yani, zwischen euch versöhnen. Aber Abneigung gegenüber den Sahaba zu besitzen, das ist eine Sünde. Subhanallah. Und sie zu lieben, ist eine rechtschaffene Tat. Und sogar, subhanallah, sogar, ja, ich möchte nicht viel von der Zeit von Sheikh Hussein nehmen, aber was ich sagen möchte, liebe Geschwister, sogar, und das ist eine gewaltige Ehe, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er hat sie zu einem Maßstab gemacht. Wenn du Al-Iman, wenn du die Religion so verstehst wie die Sahaba, dann bist du in Rettung, bi'idhnillah. Wenn du die Religion anders verstehst als die Sahaba, dann bist du irregegangen. Subhanallah. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Wer einen anderen Weg folgt außer dem Weg, wer einen anderen Weg folgt außer dem Weg des Gesandten, nachdem ihm die Wahrheit klar geworden ist. Es reicht eigentlich schon, damit man sagt, oder damit es gesagt wird, dann wird man bestraft. Richtig oder nicht? Wenn man sagt, nein, ich möchte nicht dem Weg des Propheten folgen. Und er wurde aufgeklärt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Wer einen anderen Weg folgt, außer dem Weg des Propheten und des Gesandten, nachdem ihm die Wahrheit klar geworden ist. Und noch eine Voraussetzung, subhanallah, setzte Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Und einen anderen Weg folgt, als der Weg der Gläubigen. Wer sind die Gläubigen an der Zeit der Offenbarung dieser Ayah? Das sind die Sahaba des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Mit anderen Worten, wer einen anderen Weg folgt, als der Weg der Sahaba, des Prophet sallallahu alaihi wa sallam und seine Gefährten, dann wieder in die Irre gehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, der spricht zu den Sahaba, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Wenn sie an dasselbe glauben, woran ihr glaubt, dann sind sie recht geleitet. Subhanallah, es gibt keine andere Generation nach der Sahaba, die solche gewaltige Stellung haben. Deswegen, wenn man sagt, wir müssen unsere Religion verstehen, gemäß des Verständnisses unserer rechtschaffenen Vorfahren, nämlich die Sahaba an erster Stelle, das ist keine Option. Das ist eine Pflicht im Koran. Das ist eine Pflicht in der authentischen Sunna des Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Wer die Einheit der Muslime sucht, das ist die einzigste Lösung. Wer Erfolg für die Muslime wünscht, das ist der einzigste Erfolg. Wallahi. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala und das sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und jede Einheit, jede Jama'a, die sich nicht nach der Sunna baut, das ist keine gesunde Jama'a. Und das ist eigentlich nicht die Jama'a, wozu wir verpflichtend sind zu folgen. Das ist eine gewaltige Sache, meine liebe Geschwister. Deswegen mein Ratschlag
an uns alle, dass man sich mit seiner Religion beschäftigt, mit dem Erlernen seiner Religion. Und dadurch, bi idhnillahi subhanahu wa ta'ala, durch die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Beistand, wirst du durch diesen Mittel, nämlich das nützliche Wissen, erkennen, was richtig ist und was falsch ist. Dann kann man zwischen Ashubuhat unterscheiden. Weil die Krankheiten oder die Probleme, die uns in unserem Leben begegnen, sind auf zwei Kategorien. Entweder Ashubuhat oder Ashahawat. Ashahawat, das sind die Gelüsten. Ashahawat sind die Geld, Frauen, Ashahawat, die Gelüste. Ruhm, Macht, Führung, ja, Besitz. Das sind alle Shahwa bei An-Nafs. Rache, dass man Unrecht tut, damit man sein Recht bekommt. Damit, dass man Haram isst und dass man Haram macht, damit er sein Ziel erreicht. Das sind alle Krankheiten, das sind alle Shahwat. Ash-Shahwa, was ist die Lösung oder was ist die Heilmittel? Sagen wir mal natürlich alles durch Allahs Rechtleitung, aber was ist der Heilmittel dafür? Das ist Al-Ibadah. Das ist die Anbetung. Das Gebet hält dich vom Schändlichen ab. Gebet, Dhikr, Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala, Koran lesen, in die Moschee zu gehen, Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung zu bitten. Diese Ibadat, das ist ein Schutz oder ein Heilmittel gegen Ash-Shahawat. Das ist ein Heilmittel gegen Ash-Shahawat. Aber wir haben ein anderes Problem, nämlich Ash-Shubuhat. Shubuhat, das sind die Scheinargumente. Ja, die Scheinargumente, die falschen Ideen. Die falschen Ideen, du kannst jemanden, der viel Ibadah macht. Aber Ibadah, haben wir gesagt, das ist Heilmittel gegen was? Gegen Ash-Shubuhat, Ash-Shahawat. Aber das ist ein falsches Heilmittel. Khalas? Das ist ein falsches Heilmittel. Heilmittel von Ash-Shubuhat, von den Scheinargumenten, ist das nützliche Wissen. Wenn du dir das nützliche Wissen ereignest, natürlich alles mit Allahs Erlaubnis, dann wird dir das ein Mittel sein, wodurch du unterscheiden kannst, was richtig und was falsch ist. Was Sunna ist und was nicht Sunna ist. Ob diese Aussage richtig oder falsch ist. Ob diese Ansicht korrekt oder nicht. Ob diese Meinungsverschiedenheit legitim oder nicht legitim. Ob dieser Prediger, ob diese Person, ob dieses Buch vertrauenswürdig oder nicht. Du brauchst einen Maßstab, einen fehlerfreien Maßstab. Ein fehlerfreier Maßstab ist der Koran, was Sunna und die Übereinstimmung der unserer frommen Vorfahren, die Übereinstimmung der Sahaba. Das ist fehlerfrei. Alles andere ist nicht fehlerfrei. Alles andere ist nicht fehlerfrei. Deswegen, und diese Sachen, meine lieben Geschwister, diese Grundlagen, das kann man auch eine Methodik nennen, ein Manhaj. Unsere Manhaj ist dieser Manhaj. Das heißt, das Al-Quran und die authentische Sunna und die dritte Voraussetzung ist das Allerwichtigste mit dem korrekten Verständnis. Jeder behauptet, diese Verständnis zu folgen, dann müssen wir unsere Religion lernen, damit wir schauen, ob diese Behauptung auch stimmt oder nicht. طيب eine letzte Sache inshallah subhanahu wa ta'ala, damit ich wie gesagt Sheikh Wissam spricht und ich nicht viel von euren kostbaren Zeit nehme. Wer bringt mir jetzt diese Sachen bei? Allah subhanahu wa ta'ala sagt: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Fragt den Leuten des Wissens, den Leuten der Ermahnung, wenn ihr kein Wissen besitzt. Das heißt, an erster Stelle wende ich mich an wen? An den Gelehrten, Al-Ulama. طيب, Al-Ulama, es gibt immer Gelehrte. Es wird keine Epoche geben, eine Zeit geben, wo es keine Gelehrten gibt. Wenn es gar keine Gelehrten gibt, dann kommt Yawm al-Qiyama. Wenn es keinen mehr gibt, der dir die Religion beibringt, dann خلاص, kommt Al-Qiyama. Aber bis dahin, inshallah subhanahu wa ta'ala, solange es Gelehrte gibt, dann bi'idhnillahi azza wa jal, Qiyama kommt noch nicht. Wie der Prophet alayhi salatu wasalam sagte, ana amanatun li ashabi, fa idha dhahabtu, ata ashabi ma yu'adun. Ich bin ein Schutz für meine Gefährten. Wenn ich weggehe,
dann wird meinen Gefährten das treffen, was ihnen versprochen wurde. Ja, die Versuchung und die Probleme und viele Araber, die wurden abtrünnig. Kriege, die Römer von dieser Seite, die Persen von dieser Seite. Und alleine, dass der Prophet a.s. gestorben ist, das ist an sich eine gewaltige Katastrophe. Eine gewaltige Katastrophe. Man kann nicht mehr gut richtig denken. Manche Sahaba, sie haben es am Anfang nicht geglaubt, wie der Prophet a.s. ist gestorben. Ayman, diese Frau, yani, nachdem die Sahaba sich beruhigt haben, sie war, yani, subhanallah, sagte, ich weine nicht, weil der Prophet a.s. einfach gestorben ist, yani, weil ich bin mir sicher, der ist in einem besseren Ort. Aber ich weine, weil es keine Offenbarung mehr kommt. Könnt ihr das verstehen? In der Zeit von Sahaba, wenn es eine Frage gibt, direkt zum Prophet a.s. Frage stellen, Antwort bekommen, khalas. Es gibt kein Allah, dieses Thema, es gibt Meinungsverschiedenheit. Es gibt Ikhtilaf. Nein, die Sahaba, die deswegen sagt, ana amanatun li ashabi. Ich bin ein Schutz für meine Gefährten. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِ مَا يُعَدُونَ وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي. Und meine Gefährten sind ein Schutz für meine Umma. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِ أَتَى أُمَّتِي مَا تُوعَدُ. Wenn meine Gefährten gehen, sterben, dann kommt oder dann erlebt meine Umma das, was ihr versprochen wurde. Deswegen, als die drei ersten Generationen vergangen sind, die ersten drei Generationen der Sahaba und Tabi'in und Tabi'i Tabi'in, danach dieser Tor von den Bid'a und von der Neuerung, der hat sich komplett aufgemacht. Und die Bid'a, die Neuerungen, die haben angefangen zu erscheinen am Ende der Zeit der Sahaba. Am Ende der Zeit der Sahaba. Während der Zeit der Sahaba gab es keine Sekten, so wie die jetzt sind. Am Ende die Khawarij und die Schia und dann Allah al-Musta'an. Deswegen, meine lieben Geschwister, wer vermittelt uns dieses nützliche Wissen? Was ist unsere Referenz, unsere Quelle? Nicht eine Referenz, die blind gefolgt wird. Die Referenz, die unsere Religion, die uns die Religion beibringt, das sind die Gelehrten. Das sind wer? Die Gelehrten. Und der Ilm, das ist auch eine weitere Sache, yani, das Besitzen von Wissen oder wissend zu sein, hat auch Stufen. Das heißt, es gibt große Gelehrte, es gibt Gelehrte, die eine wenige Stellung haben, es gibt Schüler des Wissens, die eine Erfahrung haben, aber die Stufe von den großen Gelehrten nicht erreicht haben. Das heißt, man sagt, al-ilmu yatabaad. Das Wissen kann auch zerlegt werden, das Besitzen von Wissen. Es gibt jemanden, der viel Wissen hat, mittelmäßig, und jemanden, der weniger, aber der ist immer noch kein Laie. Er ist kein Muqallid in dem Sinne, dass er gar keine Ahnung von gar nichts hat. Er hat gelernt, er kann unterscheiden, und auch wenn er bei einer Sache nicht in der Lage ist, alleine zu entscheiden, dann kennt er die Referenzen, die er nach dieser Sache fragt. Deswegen ist A und O, das Allerwichtigste, die Gelehrten, das Wissen von den Gelehrten zu nehmen. Seien sie zeitgenössische Gelehrte, die noch am Leben sind oder die vor kurzem gestorben sind. Und wie gesagt, diese Ilm, dieses Wissen, islamische Wissen, Erbe vom Propheten a.s. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat weder Gold noch Silber hinterlassen, sondern das nützliche Wissen, wie er gesagt hat. فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Wer von diesem Wissen nimmt, dieser Erbe der Propheten, dann hat er einen Anteil von einer guten Sache bekommen. Deswegen gibt es immer Gelehrten. Deswegen wehe euch von Leuten, die irgendwo sprechen, die nicht damit bekannt sind, dass sie wissende Personen sind, und er vermittelt etwas über die Religion und er sagt, aber die zeitgenössischen Gelehrten sagen was anderes. Was heißt die Zeit? Wenn die Gelehrten was anderes sagen, das bedeutet, das, was du sagst, ist nicht richtig. Du kannst sagen, die zeitgenössischen Gelehrten, die haben eine Meinungsverschiedenheit diesbezüglich bekommen oder gehabt. Das, dann kann man verstehen. Dann bleibt man immer im Rahmen der Gelehrten. Aber wenn jemand sagt, die zeitgenössische Gelehrte, so, alle, sie haben das nicht gesagt, und das, was ich euch sage, ist richtig, wer bist du überhaupt? Wo hast du das her? Wenn die Gelehrten das nicht sagen, wo hast du das her? Ist von zu dir gesprungen,
Ja? Und er sagt ja, aber die Gelehrten vom 3. Jahrhundert nach der Auswanderung haben es gesagt. Ja, die gesamte zeitgenössische Gelehrte haben das verpasst. Deswegen, meine liebe Geschwister, schaut mal, wie einfach und wie wichtig und wie yani, essentiell und entscheidend das ist, dass man immer eine Bindung mit den Gelehrten hat. Und unsere Bindung ist eine wissenschaftliche Bindung. Entweder kennst du die Gelehrte persönlich, entweder durch ihre Bücher, durch ihre Vorträge, durch Schüler des Wissens, die bei ihnen gelernt haben. Es gibt einen Athar, subhanallah, von Umar radiallahu ta'ala anhu. Einer ist von Ascham gekommen. Und subhanallah, Umar radiallahu ta'ala anhu, der hat geweint bei diesem Ereignis. Da sagte, ich habe jetzt die Quelle nicht mehr im Kopf, hat ihm gesagt, wo kommst du das her? Woher kommst du? Er sagte, ich komme aus Ascham, Ascham-Gebiet von Palästina und so. Er sagte ihm, warum bist du gekommen nach Medina? Er sagte, ich bin gekommen, um Tashahud richtig zu lernen. Tashahud. Beim Gebet. Der hat die gesamte Reise gemacht, um Tashahud zu lernen. Umar konnte sein Training nicht. Er sagt, subhanallah. Es gibt Sahaba. Auch bei authentischen Überlieferungen. Der ist gereist von einem Land zu einem anderen Land, um zu fragen, ob dieser Hadith wirklich vom Prophet gesagt wurde oder nicht. Das nennt sich Al-Rihlatu fi Talab al-Ilm. Al-Rihlatu fi Talab al-Ilm. Und der Khatib, rahmatullahi alayhi, einer der Gelehrten des Salaf, hat ein Buch geschrieben, heißt Al-Rihlatu fi Talab al-Ilm. Da hat Überlieferungen und Berichte über die Gelehrte, wie sie große Reisen gemacht haben, um sich Wissen anzueignen. Deswegen ist eine der schönsten Sachen, dass man reist, um sich Wissen anzueignen. Ich mache meine Umrah. Die Umrah ist gut, eine rechtschaffene Tat, auch mit der Absicht, die Gelehrten dort zu treffen. Ich gehe zu meinem Heimatland, zum Beispiel nach Marokko, nach Algerien, nach Ägypten, nach Pakistan, nach Indien oder wo auch immer, um dort die islamischen Gelehrten zu treffen, von ihnen Wissen, von ihrem Wissen zu profitieren. Ich höre, dass hier ein wissende Person ist, der vertrauenswürdig ist, der einen korrekten Manhaj hat. Ich reise, ich versuche zu ihm zu reisen, ihn zu fragen. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala belohnt dich für diese Tat. Allah subhanahu wa ta'ala belohnt dich für diese. Deswegen, meine liebe Geschwister, inshallah subhanahu wa ta'ala, damit wir nicht lang machen, eine der wichtigsten, das Allerwichtigste ist, dass man sich um sein Tawhid kümmert und die Befolgung der Sunna. Ja? Und die Grundlagen der Religion zu erlernen und die Liebe der Sahaba zu haben und sich Wissen anzueignen und die Stellung der Gelehrte nicht unterschätzen und die Gelehrte nicht verachten, insbesondere die zeitgenössische Gelehrte. Warum insbesondere die zeitgenössische Gelehrte? Weil es auch, Geschehnisse, die heutzutage geschehen sind und wir brauchen ein Urteil diesbezüglich. Es gibt Sachen, die in der islamischen Welt oder in der Welt überall passieren. Wir müssen wissen, ob das, was ist unsere Haltung gegenüber diesen Sachen. Darüber sprechen die großen Gelehrten, die da dazu befugt sind, über große Sachen zu sprechen, über die entscheidenden Angelegenheiten der Umme. Ja? Das ist eine wichtige Sache auch, deswegen, inshallah subhanahu wa ta'ala, das sind einige Nasa'ah, die unvorbereitet sind, für mich an erster Stelle, inshallah, Azza wa Jal. Und das ist eine Mudhakara und das ist eine Erinnerung für uns alle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch für eure Erscheinen, für eure Geduld reichlich belohnen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unserem Bruder und Ustad, Sheikh Wissam, reichlich belohnen für seine Bescheidenheit und für seine Großzügigkeit. Ansonsten normalerweise der hält den Unterricht und wie gesagt, ich bin nur zum Besuch gekommen. Jazakallah khairan für seine Großzügigkeit. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah rabbil alamin. Also großen Dank an den ehrenwerten Bruder Issam, dieser Woche für diesen Vortrag und für diese Ermahnung. Und inshallah habe ich nicht viel zu sagen heute, aber inshallah, damit wir von ihm profitieren, weil er hat eine wirklich sehr lange Strecke und das hat er schon beabsichtigt, damit er einen Besuch für Allah subhanahu macht und möge Allah subhanahu lieben. Dafür, dass er uns allesamt für Allah geliebt hat und mich auch für Allah geliebt hat und diesen Besuch macht für diese Liebe. Und ich wollte, dass Allah ihn auch zusätzlich zu diesem Besuch
auch Allah SWT belohnt, dass er uns ermahnt, dass er, dass wir von ihnen ein bisschen profitieren. Und weil wir ihn selten sehen und möge Allah seine Besuche vermehren, wollte ich inshallah auch diese Gelegenheit nutzen, dass ich vielleicht, ich habe mir 5 Fragen notiert, inshallah, dass man inshallah von diesen Fragen auch profitiert und auch gibt es für euch die Gelegenheit, inshallah an ihn die Fragen zu stellen heute. Erste Frage gesagt, auch an Achi Ihsan. Anhand der Bücher, die du besetzt, gesagt, auch habe ich mehrere sozusagen Titel oder Bücher gesehen, die das Thema Takfir behandeln. Und natürlich sozusagen die Schüler des Wissens und diejenigen, die sich mit Übersetzung beschäftigen, ich nehme an, immer bevor sie jetzt irgendein Thema suchen, was sie übersetzen wollen, schauen sie auf sozusagen das, was einen Bedarf gibt, dass man das übersetzt, dass man sich sagt, okay, dieses Thema ist wichtig, dass man den Leuten sozusagen dieses Thema behandelt. Und da ich gesehen habe, dass du, Alhamdulillah, mehrere Bücher über Takfir übersetzt hast, heißt das, gibt es einen Bedarf und was ist der Grund, warum du jetzt mehrere Bücher über Takfir übersetzt hast? Dass man diese Thematik richtig verstehen sollte. Das soll jetzt die erste Frage sein. Das ist die erste Frage. Ja, darüber natürlich, Barakallahu fik, Habib, gibt es viel zu sagen. Aber ich versuche, inshallah, subhanahu wa ta'ala, zusammengefasst zu reden. Erstmal, meine lieben Geschwister, ist es wichtig zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass nicht jedes Buch für jeden Leser geeignet ist. Das, ich denke, selbstverständlich. Genau, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn jemand Sport macht, der Fitness direkt zu jedem Gerät, bei jedem Gerät springt und fängt an direkt zu trainieren. Das geht nicht. Die Bücher, meine liebe Geschwister, man schreibt nicht ein Buch aus Spaß. Ja? Es gibt natürlich Leute, die aus Spaß Bücher schreiben, ich kriege es ja nicht. Oder um Geld zu verdienen. Natürlich, die suchen dann die Themen aus, die am meisten verkauft werden. In unserem Fall nicht. Im Gegenteil, vielleicht das sind die Themen, die sind ein bisschen komplex, aber auf jeden Fall, diese Thematik, Barakallahu fikum, das ist etwas, wo es einen großer Bedarf besteht, eine Aufklärung zu machen, erstens. Zweitens, wie gesagt, wenn jemand sagt, wallah, dieses Buch ist gut oder ist wichtig oder der XY hat das gelobt, muss nicht unbedingt, dass man es sofort liest und dass jeder es liest. Weil bei manchen Sachen müsste man eigentlich einen Hintergrundwissen haben, um sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Khalas? At-Takfir, meine lieben Geschwister, ist ein islamischer Urteil. Ist ein Hukm Shari. Das heißt, jemand als Nicht-Muslim oder als Kafir zu erklären. Diese Sache, das ist ein Hukm Shari. Es gibt diesbezüglich eine Übertreibung und eine Untertreibung. Khalas? Das Problem heutzutage, es gibt eine große Übertreibung diesbezüglich. Es gibt Muslime, die ohne Recht und willkürlich als Kuffar erklärt werden. Und wenn dieser Urteil getroffen wird von bestimmten Gruppen, von bestimmten Sekten, von bestimmten Personen etc., es ist nicht nur das, sondern es entsteht danach andere, es entstehen yani schwerwiegende Konsequenzen. Und diese Konsequenzen sieht man auch hier in Deutschland, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt großartig, weil man hier nicht großartig nicht machen kann. Aber an erster Stelle in den islamischen Ländern, falls jemand hier zum Beispiel nicht hier gebürtiger Deutsch ist zum Beispiel, sagt, ja, es interessiert mich nicht großartig, was in einem anderen Land abgeht, aber das sind Muslime, das sind unsere Geschwister, das aufgrund von einer falschen Aussage, da sagt, die Herrscher sind ungläubig und die Soldaten sind ungläubig und die Bevölkerung sind ungläubig. Danach entstehen andere Sachen. Es ist nicht, es ist ein Mittel für ein Ziel. Dieser willkürliche Takfir ist ein Mittel für ein Ziel. Dieses Ziel, da reden wir über unschuldige Menschen, die sterben und wir reden über eine unvorstellbare Konsequenzen. Khalas? Ja? Wir reden über einen
eine gewaltige Konsequenzen. Deswegen der Prophet alaihi salatu wassalam selten, wo er über eine Sekte gesprochen hat, natürlich diese willkürliche Takfir ist einer der Merkmale der Khawarij und diejenigen, die den Weg der Khawarij gefolgt haben. Der Prophet alaihi salatu wassalam, er hat so oft über die Khawarij gesprochen und gegen den Khawarij gewarnt und den Khawarij namentlich erwähnt und ihre Eigenschaften und Merkmale erwähnt. Subhanallah. Und die Sahaba auch dasselbe. Das zeigt uns, wie gefährlich dieser Weg ist. Deswegen, zurück auf deine Frage, Khil Karim, deswegen ist es notwendig, dass man aufklärt, insbesondere wenn man, wie vorher man sagt, im Internet sehr viele Dinge kursieren, die falsch sind. Ja? Entweder Leute, die unbekannt sind und die schreiben über diese Thematik, oder Leute gibt, die die Aussagen der Gelehrten verdrehen. Khalas? Wie kann man erkennen, dass sie die Worte und Aussagen der Gelehrten verdrehen? Indem man schaut, ob sie wirklich die Methodik dieser Gelehrten folgen oder nicht. Khalas? Zum Beispiel, man sagt, Allah Sheikh ibn Baz sagt und Sheikh ibn Uthaymin sagt. Ah, das sind große Gelehrte. Aber deine Umsetzung von ihren Aussagen ist die gleiche Umsetzung von den Aussagen dieser Gelehrten? Wenn du guckst, praktisch, nein, ist nicht die gleiche Umsetzung. Khalas? Deswegen ist es wichtig und die Bücher, die diesbezüglich geschrieben wurden oder übersetzt wurden, das ist Fitnat al-Takfir von Sheikh al-Albani, rahimahullah, die Versuchung des Takfir, als er über die üble Konsequenzen von dieser Angelegenheit. Und wie gesagt, meine liebe Geschwister, ist selbstverständlich, wenn man sagt, die Fitna und die Versuchung des Takfir, das heißt die Übertreibung des Takfir, die Versuchung von dem willkürlichen Takfir, von dem falschen Takfir. Ja? Nicht Takfir im Allgemeinen, weil wie gesagt, das ist ein islamisches Urteil. Sheikh al-Albani warnte vor diesem Weg. Und warum ist es wichtig, meine liebe Geschwister? Weil es auch von anderen bekannten Gelehrten bestätigt wurde. Wie zum Beispiel Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, wie zum Beispiel Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin und viele andere Gelehrte, die dieses Büchlein erklärt haben und gelobt haben. Deswegen ist es ein wichtiges Buch, was jetzt zweimal gedruckt wurde. Eine erste Auflage und eine zweite Auflage. Das ist zum Beispiel das eine Buch. Das zweite Buch ist auch über die Grundlagen von dieser Angelegenheit, von dem Takfir, weil diese Sache, sie hat Regelungen, es gibt Grundlagen, es gibt Voraussetzungen, es gibt Hindernisse, es gibt viele Sachen darüber, die auch die Leute, die ein verschwommenes Bild diesbezüglich haben, dass die, inshallah subhanahu wa ta'ala, das zweite Buch zur Aufklärung dient. Und das dritte Buch ist von einem zeitgenössischen Gelehrten, Großgelehrten, ein großer und bekannter Muhaddith, ein Hadith-Gelehrter in der Medina, prophetische Staat des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina, nämlich der Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn bewahren und ihm Gesundheit schenken. Natürlich, der Sheikh ist sehr bekannt, und er war damals Präsident oder Vizepräsident von der Islamischen Universität in Medina. Und es gab keinen Präsident übrigens. Nachdem der Sheikh Ibn Baz rahimahullah gestorben ist, aus Respekt zum Sheikh Ibn Baz, der Präsident war, er sagte, ich werde nicht seine Position nehmen als Präsident, ich werde die Position von Vizepräsident. Es gab keinen Präsident an seiner Zeit. Er war der Präsident eigentlich. Aber aus Respekt zu Sheikh Ibn Baz rahimahullah sagte, Vizepräsident bleibt der Sheikh rahimahullah. Auf jeden Fall. Ist sehr bekannt und sein Sohn auch sehr bekannt, Sheikh Abdul Razak al-Badr, das sehr bekannte Sheikh. Auf jeden Fall, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hat auch eine ermahnende Worte für die Jugendlichen, weil viele Jugendliche, die an erster Stelle mit diesem falschen Weg beeinflusst sind, diesen Weg von Übertreibung, von Takfir und unschuldige Menschen töten, Attentate und diese ganze Quatsch, was ist unislamisch natürlich und was auch islamisch nicht korrekt ist. Ja? Und er hat auch viele Beweise aus dem Koran und der Sunna, der sagt, wacht auf, was ihr macht ist falsch. Was ihr macht im Namen des Islam ist falsch. Das gehört nicht zum Islam und ihr habt keinen Beweis dafür. Deswegen haben wir auch dieses Buch veröffentlicht. Das sind die drei Hauptbücher von bekannten Gelehrten. Und inshallah subhanahu wa ta'ala, es folgen weitere aufklärende Bücher, damit diese Fitne von ihren Wurzeln, inshallah subhanahu wa ta'ala, behandelt wird. Und bei Allah,
Wallahi, meine lieben Geschwister, ich sage es auch für diejenigen, die uns im Internet folgen, Wallahi, das ist bei Allah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ikhlas geben, das ist eine praktische Umsetzung mit der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Ad-Din und Nasiha. Wallahi, das ist eine Nasiha für diese armen Menschen. Arm, nicht Geld, für diese armen Menschen, weil man Mitleid für diesen irregegangenen Menschen hat, die selber in die, yani, sich selbst in die Hölle führen und auch andere Menschen mit sich nehmen wollen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, am Ende der Zeit kommen Leute, du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabahum qalafuhu fiha. Es gibt Leute, die zum Höllenfeuer und i'adhu billah rufen. Wer ihre Einladung annimmt, der wird mit ihnen in die Hölle und i'adhu billah geworfen. Wir sagen zu denen, ja, das sind du'atul dalal. Die rufen zu ihrer Führung. Fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala und wacht auf. Wacht auf, wallahi. Manche Leute, wenn man mit ihnen redet, man weiß ganz genau, dass diese Leute irre gegangen sind. Aber subhanallah, die Sturheit und ihre Arroganz und Hochmut. Es gab auch viele Diskussionen, auch im Internet. Wallahi, meine liebe Geschwister, die meisten, die über diese Themen sprechen, die haben kein Wissen. Wallahi, die haben kein Wissen. Deswegen, die trauen sich nicht, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Ja, die reden nur im Internet mit geheimen Namen und was weiß ich und so weiter und so fort. Sie trauen sich nicht. Deswegen, diese Sache, das ist eine Nasiha für sie und für jeden Muslim. Ad-Din und Nasiha. Wir sagen diese Nasiha und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns dabei Ikhlas gibt. Ja, wie gesagt, das ist nicht etwas, um jemanden seine Zufriedenheit zu bekommen. Im Gegenteil. Das ist etwas, das wir für Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine machen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese irregegangenen Menschen recht leiten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor diesem Weg bewahren. Auch eine Frage, inshallah, weil das, also verspüre ich bei vielen Fragen von den Brüdern und auch im Internet sieht man das, auch in der Praxis von vielen Brüdern sieht man das, dass sie ein Problem haben zu unterscheiden, welcher Prediger ist auf Sunna weltlich und welcher Prediger geht nicht auf Weg des Sunna. Natürlich, ihr sagt aber auch, du hast das in den Ermahnungen erwähnt, dass man Wissen braucht, aber manche werden vielleicht verblendet, die sagen, ja, der spricht auch mit den Wörtern vom Koran, Wörtern von Sunna und wissen nicht, jetzt den Prediger von dem Prediger zu unterscheiden, von dem man sozusagen seine Blumen nimmt, dass man geschützt ist, dass man nicht in falsche Wege kommt. Und manchmal ist das schon zu spät, bis man dann versteht oder die Unterscheidung hat, ist man schon vielleicht mittendrin. Was gibt es für Mittel zu unterscheiden, ihr sagt auch immer. Wallah, ich denke, innerhalb den letzten Worten wurde schon darüber was gesagt. Aber das Allerwichtigste, meine liebe Geschwister, das ist A und O, dass man guckt die Methodik von dieser Person, Mensch von dieser Person, die Grundlagen von dieser Person. Dass man den Weg der frommen Salaf folgt, das ist das Allerwichtigste. Das heißt, wenn jemand keine Beweise vom Koran bringt, das ist ein alarmierendes Zeichen. Wenn jemand mit nicht authentischen Überlieferungen argumentiert, das ist ein alarmierendes Zeichen. Wenn jemand mit Aussagen argumentiert, die quellenlos sind, das ist ein alarmierendes Zeichen. Wenn jemand Sachen spricht, die gegen Al-Ijma' sprechen, das ist ein alarmierendes Zeichen. Wenn jemand sich das Recht gibt, die gesamten Gelehrten zu widersprechen, und ich meine damit hier die zeitgenössischen Gelehrten, das ist ein extrem alarmierendes Zeichen. Das sind dann Checkliste. Ja? Wie gesagt, viele Leute, die denken, oh, der hat ein Hadith oder ein Ayah gebracht, dann sind die alle Voraussetzungen erfüllt sind. Nein, das ist nicht richtig. Weil wir sagen immer, damit du zu diesem richtigen Ergebnis kommst, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt werden. Merkt euch das. Erstens ein korrektes Argument. Das heißt, ein Argument, was sind die Argumente? Entweder eine Ayah aus dem Koran, ein authentischer Hadith, ein Ijma' von den Gelehrten und so weiter. Das heißt, Sihhatu al-Dalil. Sihhatu al-Dalil. Das heißt, dein Dalil ist sahih.
Ist richtig, ist korrekt. Reicht es aus, damit ich deine Aussage annehme? Nein, reicht nicht aus. Was fehlt? Was fehlt? Sahatul istidlal, die korrekte Argumentation, die korrekte Beweisführung. Ja? Wenn wir das vergleichen, nicht jeder, der Zement nimmt und Wasser und was weiß ich und Sand und diese Baumaterial nimmt, automatisch hat er ein Haus gebaut. Richtig oder nicht? Ist jeder, der zu einem Baumarkt geht und die Zutaten von einem Haus kauft, baut er automatisch ein Haus? Nein, er kann damit gar nichts machen. Ja? Genau dasselbe, derjenige, der eine Ayah bringt oder einen Hadith bringt, er kann damit Katastrophen bauen. Die Khawarij, die gegen die Sahaba gekämpft haben, die Khawarij, die sich getraut haben zu der gesamten Sahaba, sind alle Kuffar. Abdullah ibn Abbas sagt zu denen, seid ihr noch gut im Kopf? Ist nicht mal ein Sahabi unter euch? Und ihr sagt, wir, die Sahaba sind alle nicht mehr Muslime. Und die sagen, die haben auch mit Koran argumentiert und die haben auch gesagt, in al-Hukmu illa lillah, wahrlich, das Urteil gehört Allah alleine. Aber die haben eine Ayah aus dem Koran gebracht, aber die haben damit falsch argumentiert. Deswegen, damit man erkennt, ob diese Person wirklich yani, richtig und korrekt liegt, seine korrekte Beweise, korrekte Adille und korrekte Argumentation und dass er auch bei seiner Dawah im Allgemeinen im Einklang ist mit den Gelehrten. Es kann nicht sein, dass jemand sagt, Allah, meine Aussage ist aus dem Koran und Sunna, aber das widerspricht alles, was die Gelehrte sagen. Das eine hat neulich etwas geschrieben, ja. Auch hat sich verbreitet unter den Shabab, ja, über die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala sagt, eigentlich diese Sache, die gesamten Gelehrten, die zeitgenössisch sind, die haben was anderes gesagt. Khalas, das ist ein Zeichen dafür, dass du falsch liegst. Ja? Deswegen, das sind die wichtigsten Sachen. Wallahu a'lam. So, noch eine weitere Frage. Also für die Leute, die jetzt die Praxis suchen, was sind die Bücher, die man empfiehlt, dass man sagt, wichtig ist, dass du sie oder die Bücher dir aneignest, damit man inshallah auch. Die Unterscheidung, wer die Gelehrten sind. Und nein, überhaupt, was ein Muslim braucht für Bücher, sich anzueignen. Yani, wie gesagt, jede Frage von diesen Fragen, meine Geschichte, ist an sich ein Vortrag, aber auf jeden Fall. Erstmal über die vorherige Frage, wie unterscheidet man, wer der Gelehrte ist und wer nicht und von wem darf man sein Wissen nehmen und so weiter. Ich empfehle euch ein schönes Buch, das Benehmen von dem Schüler des Wissens von Sheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah ta'ala, Hilyatu Talib al-Ilm. Hilyatu Talib al-Ilm, es wurde schon veröffentlicht auf Deutsch und ich hatte subhanallah das Buch schon vor 6 Jahren ungefähr übersetzt und auch unterrichtet, aber bis jetzt kam ich nicht dazu, das Buch zu veröffentlichen. Inshallah wird auch diese Ausgabe veröffentlicht werden. Da gibt es auch einiges bezüglich dieser Thematik. Es gibt auch ein anderes Buch, Wer sind die Gelehrten? Von Sheikh Absalam bin Barjas, rahimahullah, wird auch inshallah subhanahu wa ta'ala veröffentlicht und der behandelt genau diese Thematik. Wer sind die Gelehrten? Von wem darf man sein Wissen nehmen? Und wie Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, und viele andere Gelehrten der Salaf sagten, inna hadha al-ilma din, falyanzur ahadukum mimman ya'khudhu dinah. Wahrlich, diese Angelegenheit ist eure Religion. Denn dann soll jeder von euch schauen, von wem er seine Religion nimmt. Allgemein, was die Bücher, womit sich ein Muslim beschäftigen soll, erstmal das Buch Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran al-Karim, das Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Egal, was wir über welche Thematik sprechen, benötigen wir das Buch von Allah azza wa jal, rezitieren, lesen, hören die Rezitation, Al-Tafsir davon lesen. Es gibt jetzt Tafsir Sa'di mittlerweile, die meisten Bänder, die wurden schon veröffentlicht. Sich auf jeden Fall mit dem Koran beschäftigen. Egal, welche Wissensstand besitzt, muss man sich mit dem Koran beschäftigen. Ja? Das ist eine wichtige Sache. Ob man Frau, Hausfrau, Koran müssen wir immer ein gutes Verhältnis mit dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala haben. Und dann natürlich mit der Sunna des Prophet sallallahu alaihi wa sallam und die Schuruch und die Erklärung von den Gelehrten. Das heißt zum Beispiel ein sehr schönes Buch, was bei jedem Muslim nicht fehlen darf, sage ich jetzt mal, Riyadu Salihin von Imam Nawawi, Garten der Tugendhaften. Das gibt es auf Deutsch in verschiedenen Ausgaben oder Auflagen. Riyadu Salihin, das ist ein sehr schönes Buch.
Der beinhaltet eine Sammlung von Hadithen, unterteilt in Kapitel, und er behandelt jede, was Sabr al-Iman, Gütigkeit, Geduld und so weiter und so fort. Das ist ein wichtiges Buch für uns alle. Und wie gesagt, yani, Talib al-Ilm dann gemäß der Anweisung von seinem Lehrer. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du schon yani, einige Titel vorgeschlagen hast, aber auf jeden Fall Usul al-Thalatha beispielsweise von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala behandelt die drei Grundlagen, wonach jeder von uns im Grab gefragt wird. Wer ist dein Herr? Wer ist dein Prophet? Und was ist deine Religion? Wenn du diese drei Fragen nicht beantworten kannst, möge Allah bewahren, dann hat man ein großes Problem. Yawm al-Qiyam. Ja? Diese drei Fragen, diese drei Usul, wonach wir leben müssen und sterben müssen. Dass man nach dem gemäßen Islam lebt, als Muslim lebt und stirbt, und dass er seinen Herr kennt und den Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Deswegen Usul al-Thalatha ist sehr wichtig. Und die restlichen Bücher von Sheikh Muhammad rahmatullahi alaihi, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, das allerwichtigste ist Kitab al-Tawhid, das ist auch vorhanden. Und der Sheikh Wissam, der unterrichtet auch das Buch, ich weiß nicht, ob es schon angefangen hat. Samstag hat angefangen. Kitab al-Tawhid, meine liebe Geschwister, ist sehr wichtig. Ich empfehle es extrem stark jedem Muslim, dass er sich mit Kitab al-Tawhid beschäftigt. Und wenn er dieses Buch fertig hat, dann liest er das Buch nochmal. Und wenn er damit fertig ist, dann liest er das nochmal. Dieses Buch behandelt Tawhid al-Uluhiyya und Tawhid al-Ibadah, unsere Anbetung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Gelehrten, die haben sich mit diesem Buch äußerst beschäftigt, weil er die Krankheit behandelt von uns, von der Ummah. Ja, das Problem mit Al-Tawhid al-Shirk und so weiter und so fort. Und natürlich die Erklärungen der bekannten Gelehrten. Wie gesagt, die Schuruh, die Erklärungen von Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, die sind sehr empfehlenswert, weil die sind gleichzeitig lehrreich und auch sehr vereinfacht. Und man macht, inshallah subhanahu wa ta'ala, Dua, möge Allah subhanahu wa ta'ala es erleichtern. Auch Scharh von Sheikh ibn Uthaymin wird inshallah, ich weiß nicht wann, aber irgendwann mal inshallah, wenn Allah das erlaubt, wird auch veröffentlicht inshallah. Übersetzt, Qawl al-Mufid, das gesamte Erklärung von Kitab al-Tawhid und von Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di auch inshallah, ist auch geplant, die Erklärung. Ansonsten im Fiqh auch ist wichtig, dass man sich ein Fiqh-Buch nimmt mit einem Lehrer und das durchmacht. Ich glaube, er macht das auch al-Wajiz mit Sheikh Wissam. Und natürlich, wie gesagt, dass man sich mit der Fiqh lernt, mit dem Benehmen lernt, sich mit dem Benehmen beschäftigt und den restlichen Angelegenheiten. Wallahu a'lam. Vielleicht eine letzte Frage von mir, aber inshallah wir hatten noch viele, inshallah, dass die inshallah von dir profitieren können. Hast du Aktivitäten, wo inshallah auch die Leute davon profitieren können? Unterrichte oder eine Reihe, die du erklärt hast, oder vielleicht eigene Bücher, die du schon übersetzt hast, ob du irgendwo oder in deinem Kanal oder sonst wo sozusagen, wo die Leute von dir profitieren können, dass man aber auch den Leuten bekannt macht. Natürlich, du weißt, ganz genau, dass es gibt viele Verpflichtungen, die man hat. Familiäre Verpflichtungen, private Sachen, die auch jemanden hindern können, dass man nicht immer präsent zu sein. Aber, walillah alhamd, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn eine Tür verschlossen wird, Allah subhanahu wa ta'ala öffnet andere Türen. Wenn man zum Beispiel aufgrund von diesem Manhaj, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, diesen authentischen Manhaj zu folgen, natürlich, manche Geschwister, manche Moscheen, die wollen diesen Manhaj nicht haben, aufgrund bestimmter Interessen und so weiter. Deswegen ist es schwierig, immer in verschiedenen Städten und in den verschiedensten Moscheen aktiv zu sein. Das erstens. Zurzeit, die Bücher schreiben und übersetzen, das nimmt extrem viel Zeit. Weil auch, es geht nicht nur um die Übersetzung, sondern das gesamte, diese gesamte Verlag, von A bis Z. Es muss man einiges erledigen, die Bücher vorbereiten für den Druck und so weiter und so fort. Auch mit den Geschwistern, die wir die Sprachlektorat machen. Deswegen, das ist jetzt die Hauptaufgabe. Zurzeit.
Genau, zur Zeit. Kanal, viele Geschwister, die fragen, warum es jetzt seit einiger Zeit keine neue Beiträge gibt bei der YouTube-Kanal. Und auch manche, die haben auch Artikel, es gibt manche, die über mich schreiben im Internet. Subhanallah, die haben auch Fantasie, sie haben Geschichten erfunden und so weiter. Seit, glaube ich, über einem Jahr jetzt keine neuen Beiträge, weil ich kein gutes Internet zu Hause habe. Ich kann keine Videos hochladen, das ist ganz einfach. Ja? Manche Leute, yani, sie haben viel Fantasie gehabt, aber wenn man kein gutes Internet zu Hause hat, dann kannst du kein Internet machen, kein Video yani, und Livestream. Deswegen, aber inshallah, bald wird es neue Aktivitäten. Alte Sachen wie schon Die Reihen gibt es ja. Yani. Gibt's, im Internet kann man bei Telegram, bei YouTube gucken. Mhm. Und wie gesagt, die Al-Istiqama-Internetseite ist noch in Bearbeitung, wird auch bald einiges. Einige also Beiträge. Instagram ist Internetseite. Internet, YouTube-Kanal, hauptsächlich YouTube-Kanal und Telegram. Mhm. Ja. Auch Instagram ein paar, die Neuigkeiten über die Bücher. Ja. Und die Internetseite, so Homepage, ist noch in Bearbeitung, wo man auch Beiträge findet. Es gibt auch bei Soundcloud alle Vorträge als MP3. Aber es sind bescheidene Sachen, ja, meine, die müssen auch nicht, es gibt viele. Oder die wissen nicht über... Wallah, ja, yani, du, inshallah, der Sheikh Hussein reicht vollkommen aus. Ich bin nur euer Bruder und ich bin auch noch ein Anfänger bei Talab al-Ilm. Ich habe viel von kompetiert heute, Sagmachem. Und jetzt gebe ich weiter an euch schon die Fragen, Sagmachem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie sich sehr viel mit dem Wissen über Gruppierungen auseinandergesetzt haben. Ich wollte darüber fragen, wir leben ja in Deutschland und wir sind ja eine Minderheit und dann sind wir auch nochmal eine Minderheit unter den Muslimen. Inwiefern ist für uns, die zum Beispiel jetzt den Salafweg folgen, erlaubt, zu kooperieren mit anderen Gruppierungen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, zum Beispiel in Deutschland oder zum Beispiel eine Spendenorganisation oder irgendetwas. Bis zu welchem Grad darf man sozusagen kooperieren oder sollte man gar nicht kooperieren? Genau. Erstmal, wir, Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt uns als Muslime, uns gegenseitig im Guten zu helfen. Was? Uns gegenseitig im Guten zu helfen. Wenn das ist natürlich jetzt eine facettenreiche Frage. Was? Eine facettenreiche Frage, aber grundsätzlich, die Muslime, als Muslime, die bilden eine Gemeinschaft. Okay? Das heißt, wenn die Muslime, die Allgemeinheit der Muslime etwas benötigt, wenn ich jetzt zum Beispiel Moscheen, andere Moscheen kenne, wo ich auch bete, und ich habe eine gewisse Meinungsverschiedenheit mit ihnen, und diese Moschee benötigt Unterstützung, natürlich kann man unterstützen. Ja. Aber, Achim Karim, wenn man über Organisationen spricht, Vereine spricht, Leute spricht, die zum Beispiel Neuerungen vertreten und so weiter und so fort, ist es natürlich eine... müsste man schon sehr aufpassen. Was? Wenn jemand ist damit bekannt, dass er einen falschen Weg folgt der Organisation, ist überhaupt nicht zu empfehlen, dass man mit ihnen etwas macht, weil auch die Herangehensweise unserer frommen Vorfahren, dass sie sich von den Leuten der Norden entfernt haben. Also meine Frage ist, dass Ahl Sunnah und Jamaah, Kitabullah und Sunnah und Rasul. In Deutschland, also wir haben viele Gelehrten. Und die sind nicht organisiert. Wie könnten wir das schaffen, eine Methode zu organisieren, dass die Gelehrten Dauer überall in Deutschland machen könnten? Weil das ist. Wie Sie gesagt haben, wir müssen gegenseitig helfen. Es gibt viele, die so auf Bereich sind,
Aber wenn die Lehrer sich engagiert sind und Gemeinschaft arbeiten zusammen, dann wird natürlich so weitervermittelt von München bis Hamburg. Was ist eure Meinung dazu? Wallahi, Herr Habib, das ist Barakallahu fiik. Das ist natürlich eher eine organisatorische Frage. Aber grundsätzlich, wie gesagt, sind wir dazu verpflichtet, uns gegenseitig zu helfen. Manche Leute, sie vermischen zwischen zwei Sachen. Man muss nicht unbedingt mit den anderen Geschwistern oder die Schüler des Wissens oder den Gelehrten und so weiter und so fort, nicht unbedingt einen Verein gründen und dass alle Mitglieder werden. Also eine offizielle, sondern zum Beispiel, wenn ich Leute kenne, ich reise zu ihnen, ich reise zu ihnen, ich versuche mit ihnen Kontakt zu pflegen. Es gibt eine gewisse gegenseitige Unterstützung eigentlich. Und es gibt auch eine Zusammenarbeit. Aber wie gesagt, vor allem die letzte Zeit wegen Corona, wegen viele Leute, die sind mit sich selbst beschäftigt und mit den Vereinen, vielleicht manche Vereine, sie hatten auch finanzielle Probleme. Es ist ein gewisser Abstand stattgefunden, und diese ganzen Maßnahmen und so weiter. Aber grundsätzlich, wie gesagt, alle möglichen Mittel, dass man, und eine wichtige Sache, ich sage auch, keiner von uns, wallahi meine Geschwister, egal wer wir sind, keiner von uns darf sich unterschätzen, seinen Beitrag unterschätzen. Du darfst deinen Beitrag nicht unterschätzen, egal wer du bist, alt, jung, mit viel Wissen, mit wenig Wissen, unterschätze deinen Beitrag nicht. Jeder, wortwörtlich, jeder kann einen Beitrag leisten. Unsere Frauen zu Hause können einen gewaltigen Beitrag leisten. Unsere mit einem Dua, mit finanzieller Sache, mit einem Projekt, mit einer Idee. Ja? Du kannst vielleicht eine große Projekte, Internetseiten, Projekte und so weiter und so fort, die haben angefangen, die sind ein Jugendliche haben das angefangen. Verstehst du, was ich meine? Deswegen, keiner von uns darf seinen Beitrag unterschätzen und nicht immer, zum Beispiel manche Leute, die jammern, keiner macht was und wir haben nichts erreicht. Nein, sei du der Erste. Aber mit der Voraussetzung, dass man immer eine wissenschaftliche Leitung hat. Nicht, dass man sagt, nee, die Gelehrten und die Leute des Wissens sind alle Käse und ich kenne mich besser aus. Das ist natürlich falsch. Aber wenn man den authentischen Weg folgt und seinen Beitrag dazu gibt, dann ist das natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. Schau. طيب إن شاء الله بإذن الله سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزا الله خيرا الأخ عصام هذه الكلمات الطيبة من الله سبحانه وتعالى أنس وديزن بعد أبوك ديال الناس وصلى الله عليه وسلم